Howdy ho, hier ist wieder Alex von Aquifels Filmecke und ja, heute gibt es ein Review zu Becky. Und Becky, ja, ich bin ehrlich, warum habe ich mir diesen Film geholt und angeguckt? Ja, Kevin James als absolut böser Nazi, der hier ja, quasi einen Home Invasion Thriller verursacht und das Ganze kriegt noch einen Einschlag. Kevin allein zu Hause. Ich war ja sehr gespannt, ne, vor allen Dingen, weil ja, Kevin James, der für sehr Lowbrow-Comedy bekannt ist, den mal in einer ernsten Rolle. Ich musste es einfach sehen, weil es gab ja nur zwei sinnvolle Möglichkeiten. Entweder er meistert das mit Bravour oder er verkackt komplett. Und ich glaube, in beiden Fällen war klar, dass das irgendwo, dass man es gesehen haben sollte. Und deswegen, Becky, ich war echt gespannt. Ich wusste aber auch gar nicht so hundertprozentig, was mich erwartet, nur so ganz, ganz grob. Die Handlung dreht sich dann halt auch um, ja, Becky, gespielt von Lulu Wilson, und ja, die ist seit dem Tod ihrer Mutter so ein bisschen nicht so gut drauf, verständlicherweise. Ja, und ihr Vater, der möchte endlich, ja, das, was da kaputt gegangen ist, so ein bisschen kitten, nimmt sie mit zu ihrem, ja, Ferienhaus am See. Naja, blöderweise, ne, holt er auch seine neue Freundin dazu, die er bald heiraten möchte, und ihr Kind. Naja, Becky ist nicht so begeistert, macht sie auch erstmal vom Acker, geht in ihr Baumhaus, und ja, währenddessen kommt dann ein böser, böser Neonazi-Anführer, also gespielt von Kevin James, und ja, der möchte irgendwas, was er wohl in diesem Haus versteckt hat, und nimmt Beckys Vater und dessen Freundin und ihren Sohn als Geiseln und will natürlich jetzt auch Becky rauslocken, ne, um rauszukriegen, wo dieser Schlüssel ist, den er sucht, denn der ist nicht mehr dort, wo er ihn versteckt hat. Naja, nur Becky setzt sich dann halt zur Wehr gegen Kevin James und seine Schergen. Was ich am Anfang halt sehr spannend fand, oder allgemein sehr spannend fand bei Becky, wie gesagt, ich wusste nicht so hundertprozentig, was mich erwartet. Denn der Trailer, ja, zeigt schon, ne, wir haben hier quasi Kevin allein zu Hause oder Becky allein im, ja, Ferienhaus gegen böse Neonazis. Mit Kevin James als Anführer. Und ja, natürlich hat man gesehen, es ist ein bisschen Home Invasion, es ist ein bisschen, ja, wie gesagt, Kevin allein zu Hause. Ne? Schien laut Trailer ein bisschen ernst zu sein und dramatisch, andererseits ja wohl auch mit ein bisschen, ja, Humor. Wie gesagt, ich wusste nicht, was einen so wirklich erwartet. Und ja, sind wir ganz ehrlich, der Anfang ist auch relativ, nimmt sich Zeit, ein bisschen die Situation um Becky herauszukristallisieren. Na, man kriegt auch mit, dass Dominic und Apex, ne, sein Kumpel, ne, nachdem er aus dem Knast geflohen ist, ne, Apex gespielt von Robert Mallet, manchen vielleicht noch bekannt als Wrestler in der WWF damals noch, als Interrogator und Kurgan und ja, und da scheint das Ganze einen sehr, sehr ernsten Tenor zu haben, weil man kriegt mit, Dominic ist kein Netter, Apex auch nicht, und ja, die Situation um Becky ist jetzt auch eher, ja, nicht so spaßig. Das jetzt mit Kevin allein zu Hause verbinden. Und ja, man muss sagen, am Anfang ist es halt wirklich ernst aufgezogen. Und dann später, ne, wenn denn der, ich sag mal, der Kevin allein zu Hause Part kommt, ja, da haben wir teilweise doch etwas kruden Humor. Und ja, auch einiges an Blut und Gewalt, was man so vielleicht nicht von diesem Film erwartet hätte. Also es ist schon eine durchaus, nennen wir es mal so, spannende Mischung von verschiedenen, ja, von ein bisschen Humor, von wirklich heftigen Gewaltszenen, ja, einer ernsten Ausgangssituation und vielleicht auch an einigen Stellen so ernsten Themen, die so ein bisschen mitschwingen. Und das Witzige ist, es funktioniert. Ne? Also es ist wirklich, man kann es kaum beschreiben, aber es ist, ja, es funktioniert recht gut, dieses Green Room sozusagen trifft Kevin allein zu Hause. Es klappt einfach irgendwie. Und wo ich es eben schon angesprochen hatte, also mit den Gewaltszenen, ja, der Film hält sich nicht komplett hinterm Zaun damit. Also richtig heftig fand ich die eine Szene mit dem Auge, ne, wo dann ein Auge ausgestochen wird und dann hier noch rumhängt. Und
Da haben wir gleich ein gutes Beispiel für einerseits, ne, teilweise doch durchaus den Gewaltgrad, andererseits auch für den kruden Humor, wenn dann versucht wird, da zu helfen und ne, dass das abgeschnitten wird. Statt dass man eine richtige Schere nimmt, nimmt man so eine stumpfe Kinderschere, was das Ganze einfach nur noch abstrus macht. Aber auch später, da wird brutal auf Leute eingestochen. Wie gesagt, ein Auge wird ausgestochen und. Es wird mit einem Heckmotor eines Motorboots jemand zersäbelt. Mit einem Rasenmäher wird jemand zersäbelt. Also ja, es ist blutiger, als man es denken mag. Insbesondere was einen Kevin-James-Film angeht. Und ja, wie gesagt, Splatterfilm-Fans kommen durchaus auf ihre Kosten. Das ist jetzt keine reine Gewaltschiene, der ganze Film. Und hat auch, ja, hat halt nur ein paar Szenen, die wirklich, ja, unerwartet brutal sind für das, was man eigentlich hier auch erwarten mag. Und ja, die Effekte sind auch durchaus gut gemacht. Und wie gesagt, es ist nicht nur, dass die Effekte durchaus blutig sind und fies sind. Es ist teilweise einfach, dass man auch überhaupt nicht damit rechnet, dass das Ganze teilweise so eskaliert. Was bei der Gewalt natürlich auch ziemlich krass ist, der größte Teil davon geht von dem Mädel Becky aus. Und da sind wir eigentlich schon fast beim interessanten Punkt, was ich eben meinte mit den ernsten Sachen, die teilweise auch mitschwingen. Es ist halt nicht einfach nur, Kevin allein zu Hause trifft Green Room. Teilweise geht es hier auch schon, diese Becky hat offenkundig durch gewisse Sachen, die passieren, fast schon so eine Art PTSD, die sich hier in Aggression äußert. Und na, ich will hier nicht zu viel vorwegnehmen, aber am Ende merkt man auch, ja, das Mädel ist nicht ganz so koscher und gar nicht so die Protagonistin, die Heldin, wie man es eigentlich vielleicht erwartet hat. Ne? Fand ich auf jeden Fall sehr interessant und wie gesagt vom Härtegrad überraschend, echt überraschend. Und wenn wir schon bei Überraschungen sind, dann sind wir auch bei Kevin James hier. Denn ja, er spielt hier natürlich komplett against type. Er ist ja eigentlich sonst immer der, seit King of Queens, immer irgendwie so ein bisschen dieser lustige, dicke Typ, der eigentlich super nett ist und ja, irgendwie so ein bisschen trollig rüberkommt. Und hier soll er jetzt einen bösen Neonazi spielen, so ein Mastermind der Bruderschaft. Das, wie gesagt, ist mal was anderes. Das Ding ist, es ist zwar von dem Casting her komplett against type für Kevin James. Das Witzige ist aber, ich glaube, das Ganze funktioniert in der Art, wie der Film halt ist, auch insbesondere, weil Kevin James diese Rolle spielt. Denn, ich sag mal so, er schafft es durchaus in einigen Szenen fies rüberzukommen, aber er ist halt nicht so unendlich bedrohlich, wie, zum Beispiel die Neonazis aus Green Room, ne? Patrick Stewart ist da natürlich richtig fies. Das schafft Kevin James nicht, aber sind wir mal ganz ehrlich, würde er das perfekt schaffen, dass er eine absolut großartige Leistung als absolut böser, furchteinflößender Neonazi und dann hat man da dieses 13-jährige Mädel, das ihn und seinen Mann da abmetzelt. Das wäre halt dann einfach nicht glaubwürdig. Die Situation ist sowieso recht krude, aber es funktioniert im Kontext des Films sehr gut, weil Kevin James, bedrohlich genug ist, dass man auch merkt, es ist halt keine Comedy, ne? Also keine reine Comedy und dass er sich genug von dem entfernt, was er eigentlich macht, aber er ist noch nah genug an dem, was er eigentlich so spielt, dran, dass er, dass man es denn durchaus auch hier hinnimmt, dass ne, er hier von einem Mädel, er und seine Mann von einem Mädel besiegt werden. Und ich glaube, hätte man da jemanden, der das Bedrohliche noch wesentlich besser rüberbringt, hätte man das genommen, würde das einfach die Immersion zerbrechen. Und so ist es, hat man immer dieses Metawissen, das ist Kevin James, der da spielt, auch wenn er gut in der Rolle aufgeht. Dieses Metawissen hilft einem, dass man diese abstruse Situation, dass dieses 13-jährige Mädel ihm da Kontra gibt, dass man das gut hinnimmt. Und von daher, cleveres Casting und es funktioniert perfekt für diesen Film. Und James, wie gesagt, ist zwar jetzt nicht der bedrohlichste Fiesling aller Zeiten, aber er hat da hier genau die richtige Mischung aus, er ist ein Stück weit bedrohlich, aber ein Stück weit halt auch Kevin James.
Und ja, das hat mich echt überrascht, dass das wirklich hier eine gute Balance getroffen hat und dass das Casting hier, ja, auch dieser absurden Prämisse des Films tatsächlich hilft. Ja, letzten Endes, Becky, also mich hat er sehr unterhalten, der Film. Er ist sehr, sehr blutig. Er hat teilweise schön abstrusen Humor, hat aber auch wirklich an einigen Stellen die ernsten, ja, Parts in der Exposition und auch, ja, ich sag mal, was das Ende angeht und ja, ein bisschen was unten so unter dem spaßigen Kram mitschwingt. Das funktioniert alles wirklich sehr gut und ich war wirklich positiv überrascht in, ja, jeglicher Hinsicht. Ich dachte, wie gesagt, ursprünglich erst, es kann eigentlich nur cool werden, entweder weil es wirklich cool ist oder weil es halt so daneben ist, dass man ja Schadenfreude hat. Aber wie gesagt, ich war positiv überrascht, dass der Film wirklich ja, fiesen Humor bietet, blutige, teilweise sehr blutige Szenen bietet und auch, dass Kevin James hier klasse besetzt ist und ja, den Job für diesen Film ideal erledigt. Von daher, also ich hatte richtig Spaß und ja, Horrorfilm, Splatterfilm-Fans, die ein bisschen kruden Humor mögen, vielleicht immer schon mal sehen wollten, Kevin James als Neonazi und ja, so ein bisschen Green Room trifft Kevin allein zu Hause. Das ist eigentlich eine ideale Beschreibung. Ja, die Leute werden richtig Spaß haben mit dem Film. Also große Überraschung für mich, wirklich eine große Überraschung. Hätte nicht gedacht, dass er mir echt so gut gefällt, aber manchmal muss man ja auch einfach mal positiv überrascht werden. So oder so. Ich bin an der Stelle durch. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr Becky fandet. Na, fandet ihr Kevin James auch in der Rolle, ne, überzeugend oder nicht so? Haut's in die Kommentare. Bin mal gespannt, wie ihr das gesehen habt. Und ja, ansonsten, wie immer, bleibt gesund und schaut das nächste Mal wieder rein.